die 125er VT online. Hier ist sie bei Zweirad Ferraro. Er hat sie auch in Blau, das werden wir gleich mal zeigen. Hier ist Giovanni Ferraro, grüß dich, guten Morgen. Hi, schön, dass ich reingefatzen bin, ja. Nee, kein Problem. Ich habe schon die Antwort gemacht, 17. Mai 2022. Da ist zwar jetzt ein Kickstarter dran, aber sie hat einen E-Starter. Hat einen E-Starter, ja. Ich bin jetzt ganz aufgeregt, weil die Maschinen endlich gekommen sind, nach lange Warten. Unsere schöne Online-VT, die aufgebaut ist wie ein Kaffeeräser. Also die Optik erinnert schon mal an größere Motorräder. Der Kickstarter ist dabei, weil man hier also wenig Arbeit hatte. Dadurch, dass der Motor sehr gut war, haben die nur Elektronik umbauen müssen auf Euro 5. Und die Euro 4 hatten noch einen Kickstarter. Die nächsten sind wahrscheinlich ohne Kickstarter. So ist das da. Also du hast kein zentrales Federbein, du hast zwei Federelemente mit Ausgleichsgefäß, Piggyback mit dabei. Also ein richtig schönes Teil. Ich zeige es dir mal gerade von außen, wir sehen uns gleich wieder, ja? So, das, ich sag mal, Besondere an den Fahrzeugen ist wirklich viel Ausstattung. Du hast ein CBS-System mit dabei, das heißt also hier bremst automatisch beim Drücken des Vorderrades das Hinterrad mit. Zwei Rasten natürlich, die Rastenanlage hier einmal für den Sozius, hier auf der Seite einklappbar, und hier vorne interessant ist natürlich, dass der Schalthebel, der ist vorgebaut, ja, so ein bisschen ganz lässig, oder? Ja, genau, der ist vorgebaut, dass man da ein bisschen sich relaxter nach hinten lehnen kann, sehr gut eigentlich gedacht, auch mit einem CBS-System sieht man unten den Zylinder schön. So, luftgekühlt, das ist natürlich auch extrem robust. Ist die für Lebensdauer ausgelegt? Die ist auf Lebensdauer ausgelegt. Ich muss dabei sagen, natürlich sind die luftgekühlten nicht so stark wie die wassergekühlten. Also die geben hier eine Geschwindigkeit von 86 km/h an. Beim Kaffeeräser oder beim Shopper ist das eigentlich die Geschwindigkeit, wo man großen tut. Klar kann man auch mal 90 fahren, aber dann wird die Ventile etwas wärmer. Das wissen die. Das ist so. Wenn es natürlich, ich sag mal, in der Zwischenzeit des Spiels, aber ist jetzt unkritisch, die geht jetzt nicht kaputt deswegen. Nee, absolut gar nicht. Ist klar, ich kann jetzt nicht 200 Kilometer mit 100 Sachen auf der Autobahn fahren. Irgendwann ist dann mal die Grenze erreicht, weil das ja die höchste Belastung ist. Und ein wassergekühlter ist halt ein bisschen belastbar in dem Bereich. Aber nie Probleme gehabt. Das ist ein altbewährter Honda-Lizenzmotor. Den haben wir schon fast 20 Jahre in diesen Maschinen. Mhm. Also total bewährt. Also Garantiefälle oder Reparaturen hatten wir nie gehabt. Es sei Cruisen für kleines Geld. Absolut. Wenn jemand Öl vergisst, klar, geht jede Maschine kaputt. Aber keine Probleme mit dieser Maschine. So, sie sieht wirklich stark aus. Sie ist matt-metallic. Matt, einfach nur matt, sehe ich gerade. Ist hier vorne ist nochmal ein Schutz dabei, dass du dir auch wirklich nicht alle Schienbeine wegbrennst. Ja, genau, es ist ein Schild dabei, so ein Wärmeschild natürlich. Die Stoßdämpfer sind auch sehr schön einstellbar. Von der Härte kann man dann wunderbar noch variieren. Haltegriff schön für den Beifahrer, wenn man nicht gerade verliebt ist. Ansonsten weißt du, wie es geht. Ist das unkompliziert? Da muss ich einen Werkzeugkoffer dabei haben bei denen. Nö, ist unkompliziert, also ehrlich. Also anmachen geht. Anmachen und fertig, ja. Und fahren. Und mach mal. Spaß haben. So, schaue ich mal, wo die Schlüssel. Der sitzt an der Seite. Ah, der ist, da steckt ja schon. Hier. Steckt schon. So. Da ist ein großes LCD-Display mit dabei. Was sind das für Leute, die sowas kaufen? Sind das zum Beispiel Camper auch? 16 Jahre bis 60 Jahre. Ich habe alle Frauen wie Männer alles. Alles dabei, da gibt es keine Region, sagen, ah, der Dorf kauft lieber, der überhaupt nicht. Hup mal. Wo ist die Hupe? So, du hast ein Drehzahlmesser als zentrales Element. Mach mal bitte an. Das soll mal sehen. Ja, geh ruhig mal drauf. Das war auch mal die Größe. Du bist jetzt 1,80 Meter ungefähr. Ja. Das Fahrzeug steht gut. So, wenn du jetzt mal gerade die linke Hand mal weglässt und mal ein bisschen Gas gibst, dann sieht man. Ein schöner Sound. Digitaler Drehzahlmesser. Sag mal, wenn ich hier jetzt so hochdrehe, hat die eine Abschaltung, oder? Begrenze haben die drin, da fängt es an zu stottern zurück, dass man merkt, wenn man so nicht mal drauf schaut, dass man jetzt mal zurückdrehen soll. Also geht nicht, ist natürlich die einzige Gefahr, ist berg runter, zurückschalten bei einem Gefälle von 18%. Man kriegt jede überdreht irgendwann, oder? Ja, absolut, das ist ja die Technik, verstehst du? Egal wie es jetzt heißt, wenn das Ding natürlich überdreht wird, jeder Motor geht aber kaputt. Der geht nicht sofort kaputt, aber der Verschleiß ist unwahrscheinlich hoch. So, E5 ist deine Empfehlung. Das heißt also kein E10 oder das Beste noch super bleifrei. Ich würde immer empfehlen, dann die E5 als Super Plus zu fahren mit einer höheren Oktanzahl, weil die einfach besser am Gas liegen und verbrauchen sogar weniger. Der wird angegeben mit 2,2 Liter, also mit 1,9 Liter kannst du den schon fahren bequem. Sehr schön. Also da steht sie.
Online. Was ist denn Online? Ist jetzt hier ein Modem eingebaut? Nee, da ist einfach die neue Marke von den Österreichern, und zwar Hans Leb. Mit denen arbeite ich auch sehr, schon fast bestehend meiner Firma zusammen. Und die haben jetzt eine eigene Marke rausgebracht und haben, erweitern jedes Mal ihren Sortiment. Und das ist jetzt endlich auch mit dabei. Die gibt es, wie wir schon erwähnt haben, in drei Farben. In Silbergrau, in den schwarzen, von denen habe ich noch zwei Stück da, und ein dunkles Blau. Hast du Farben noch hier, andere? Der blaue habe ich drin noch. Zeig mal dann. Ja, das wollen Sie mal kurz anschauen. Die ist hier vorne, also CBS-System, du bremst vorne, es bremst hinten mit. Das habe ich verstanden. Wenn man jetzt hinten bremst, bremst auch vorne mit? Ja, genau. Beides? Ja, beides. Das ist ein Honda-System, dieses CBS. Und die gleichen sich dann aus, oder? Genau. Da steht sie in Blau in der Reihe. Ein schönes, also schönes Blau. Weil wir haben auch, wie gesagt, auch Frauen mitunter, die ganz stark vertreten sind mittlerweile seit dem B196. Und da wollten wir nicht immer dieses Schwarz machen, haben sich gedacht, komm, lass uns mal ein bisschen Farbe. Wobei es ist jetzt keine Frauenfarbe, aber ich merke die Reaktion, dass das doch ein bisschen mal heller, schöner ist. Ja, das Schöne ist, dass du in Deutschland ja keinen Führerschein brauchst. Das heißt, du machst eine Prüfung. Du machst gar keine Prüfung. Du machst einen Autoführerschein, machst den B196, Fahrstunden plus Theorie, musst keine Prüfung mehr machen. Nein, keine Prüfung. Der Fahrschullehrer gibt dir eine Bescheinigung, man geht aufs Amt, wird übertragen und dann kann man wieder fahren. Okay, das heißt, ich muss noch einmal aufs Amt? Einmal aufs Amt, die Sache ist gegessen, ja. Gut, dann kriegt man, glaube ich, so einen Eintrag im Führerschein nochmal dazu, der da ist. In vielen Ländern kann man das fahren ohne extra Prüfung. Ja, also man weiß ja, in Spanien und Frankreich 3 Jahre lang einen Autoführerscheinbesitz und dann kann man die Dinger fahren. So, aber da bitte nochmal nachgucken. Kann man da irgendwas falsch machen? Also jetzt vom Preis-Leistungs-Verhältnis her? Das ist absolut gar nicht. Das ist eine Maschine, die da vorne noch eine 2 steht, Sven. Eine 2. Vom Preis? Vom Preis. Normalerweise sind die meisten mit 3 oder 4. Das da ist jetzt noch einer der wenigen, wie lange das dort geht, weiß ich nicht. Die haben jetzt schon, gestern war der Vertreter da, wieder ein bisschen Preiserhöhung angekündigt. Wir haben hier eine 2 davor, das ist schon enorm. Also 2 heißt ein 4-stelliger Betrag mit einer 2 davor. Richtig, genau. Okay, du merkst, wie kryptisch wir sind, denn die Preise sind wirklich, ja, Tagespreise? Oder? Ja, ich kann jetzt nicht was nennen. Ich bin so oft jetzt alte Videos von dir, die Leute nageln mich mit Preise fest vor Corona. Das kann man nicht mehr machen. Es ist heute einfach nur ein Tagesgeschäft geworden. Hm, so ist das. Ja, ja, da ist das. Ja, wenn man kommen möchte, du hast die rundes Jubiläum dieses Jahr. Ja, ich werde 20 Jahre, oder meine Firma wird 20 Jahre alt. Und haben ja hier auch eine Fete vor demnächst, weil der EKC auch umgebaut wird. Und diese Fete wird so im Juni, Juli stattfinden. Kriegen wir heute noch Bescheid, weil wir heute eine Versammlung haben. Und dann teilen wir das natürlich mit. Ja, Zweirad Ferraro, das Ganze machst du schon ewig. Hast viel Erfahrung im Tuning von Zweitaktern. Da kommst du eigentlich auch her. Das heißt, also es gibt ja hier große Unternehmen im Saarland, die sich auf Zweitakter-Zubehörteile spezialisiert haben. Aber wird noch viel getuned eigentlich jetzt mit 4-Taktern? Ach ja, es kommt immer mehr, weil die alten 2-Takter immer mehr aus der Garage rausgebracht werden. Und an Ersatzteile gehen sehr viel und natürlich auch Tuning-Sachen. Also es boomt wieder, es boomt wieder. So, wir haben einige neue Videos gemacht. Unter anderem haben wir ein extra Video gemacht, schaut euch das an, von der Motron, der ganz neuen, der 125 Nomad. Ja, die ist, wie gesagt, jetzt noch 2 Stück unterwegs, noch in Grau und in Weiß ist noch unterwegs, die ist schon verkauft. So, und da haben wir eine wassergekühlte, das ist was ganz Besonderes, ja. B, Super B. Ja, diese Moto B DL125, aber da müssen wir extra Video drehen, weil das ist wirklich lohnenswert. Danke. Tschüss, Giovanni Ferraro. Du bist in Bus, B-O-U-S, das Ganze im EKC, kennt jeder Saarländer? Ja, eigentlich auf der B-150 muss jeder dran vorbei. So ist es, ja. Und das Ganze, Öffnungszeit im Sommer? Im Sommer, Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 10 bis um 18 Uhr und Samstag von 10 bis 16 Uhr. Also Mittwoch zu? Mittwoch zu, aber im Internet haben wir unsere Betriebe drin, auch die Werkstatt, das sind die Öffnungszeiten, Telefonnummer, alles gut abzufragen. So, du hast doch kleine Roller, 45er, Elektroroller, alles. Ja, wir haben alles da, so von kleinen, ich sag's mal so schön, Brötchenholer, Seniorenmobile, wir haben so viel Erfahrung. Aber B196 ist schon, hat der total in die Karten gespielt, oder? Ja, das hat unser Umsatz also in diesem Bereich fast verdreifacht, bei jedem Händler. Tschüss, Giovanni. Tschüss.